Hallo, also willkommen zur 110. Folge Hogwarts Legacy. Wir machen heute mit der Hauptquest weiter, weil wir sonst nichts mehr haben. Und deswegen gehen wir jetzt mal zu Lodgok und helfen ihm bei der Mine. Let's go, Lodgok. Bin heiß drauf. Ich muss da rein? Ja, aber wie komme ich da hin? Das war smooth. Wir müssen doch hier ran. Hier könnte ich auf Renrocks Anhänger stoßen. Passiert? Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss. Wir müssen Lodgok helfen. Revelio. Was für eine riesige Menge. Hier drin ist ja nur so von Renrocks Anhänger. Ich muss gut aufpassen. Ja, das war schön. Kann ich die trinken? Ist das Kobolstahl? Oder so? Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Revelio. Kann ich die Tür so nicht irgendwie öffnen? Okay, ich glaube, vielleicht kommt das erst später. Wir gehen mal rein. Let's go. Wie bei Gringotts. Aber diesmal habe ich das Steuer in der Hand. Ich weiß nicht, wie viel du steuern musst. Was recht, wie tief es wohl hinabgehen wird. Das da vorne muss das Ende sein. Oh, das war jetzt chillig. Revelio. Komm, trink. Okay, dann können wir noch unten, ne?
Aber wenn man da oben ist. Ich hab gerade Lodgok gesagt, oder? Oder täusche ich mich? Ich hätte eigentlich meinen Stuff verkaufen sollen, bevor ich hier reingehe. Ja. Arresto Moment. Jetzt bitte runter. Mein Gott, stehe ich ja noch ein Stück dümmer an. Ja. Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier. Sehr gut, dann fahren wir jetzt nach unten. Haben leider diesmal nicht geschafft. Oh, es gibt noch irgendwas zu werfen. Das war echt knapp. Komm. Muss ich jetzt wieder nach oben? Ich glaube, ich muss jetzt wieder nach oben. Das ist schlecht. Von wo muss ich ihn jetzt neu versuchen? Nee, das ist nur von mir. Okay. Muss ich mir merken. Einfach runterspringen war nicht die beste Idee. Mich jetzt nicht gesehen hat. Renrock ist hier. Ich hoffe, ich werde nicht.
benutzt wurde er offenbar nicht. Oh, so nicht. Daran ist allein Renrock schuld. Die Geräte werden mit Dampf betrieben. Okay. Rebellion. Sind sie eine Tür aus, die wir brauchen? Ja, das kann man. Was ist gleich den hier? Ich erreiche Renrock vor, Lord Doc. Ja, wäre cool, aber ich glaube nicht. Das wäre jetzt auch ein bisschen wack. Ich müsste gar nichts mehr retten. Die fällt mir nicht mehr. Du. Hi. Das ist ungünstig. Aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Gorg. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du. Wusstest du, wo es war? Nicht! Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Gorg. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie, wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackmores letztem Buch. Verschwendete meine Zeit, Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Bruder? Wusst mir das? Aber ich brauche dich nicht mehr.
Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Ah! Nein! Lodgok! Ist das das Ende von Renrocks Arc? Der ist denn gerade gestorben? Da ist ihm einfach gerade ein Stein auf den Kopf gefallen. Armer Lodgok. Vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Alter, krass. Okay, Lodgok ist tot. Das ist... Und jetzt? Nichts wie raus hier. Insane, ja. Wow, kaum unerwartet. Ich muss mich mit Fake in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Renrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Krass, ja. Tja. What the fuck? Okay, wir müssen zur Kartenkammer. Ich wollte einfach nur ein bisschen hier Leute umbringen. Aber auf geht's. Professor Fick muss es erfahren. Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Renrock und dem letzten Behältnis erfahren. Laut der Eule, die ich erhalten habe, Hallo. Bewegt sich Renrock schneller, als wir es erwarten konnten. Ja. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Gib es nicht. Wir, was das Kind zu sagen hat. Hi. Professor, Sie haben meine Eule erhalten. Renrock hat das letzte von Dragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Godric's Herz. Lodgok. Lodgok und Renrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Renrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Renrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Ich weiß es leider nicht. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich fürchte, Sie haben recht. Die Lage könnte besser sein, aber wir können nicht warten. Ich frage Professor Rackham, wie wir weiter vorgehen sollen. Gemessen an den Erinnerungen, die er gesehen hat, denke ich, dass unser junger Freund sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Ja? Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Oh. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Passt. Professor Bakar trifft sie bei seinem Denkarium. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen.
gucken, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Okay. Jetzt werden aber noch, glaube ich, andere Quests kommen, denke ich. Ja, zum Beispiel haben wir da noch eine. AQ-Duell 5. Oh nein. Wie sieht es eigentlich in Hogsmeade aus? In Hogsmeade ist diesmal nichts. Ja. Gut. Da kommt sicher noch was. Aber jetzt will ich erstmal sagen, was es mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo, damit es gefallen hat. Schaut auch beim nächsten Mal vorbei. Morgen geht's weiter. Haut rein.